herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Tomodachi New Leaf auf dem Nintendo 3DS. So, dass ihr dabei seid, liebe Leute. Wir hatten ja im letzten Part uns viel um die Probleme der Bewohner gekümmert und hatten ja die Smee von Sophie nochmal neu reingestellt gehabt. Und ja, heute ist nochmal, wie es weitergeht. Entschuldigung, dass gestern kein Part hochkam. Lag einfach, was sieht es nur ganze tausend Gründen, aber es haut es erst, dass jeden Tag so ein Part kommt. Das ist der Plan. So, wir haben einiges Neues, einiges Ereignis, also viel los hier. So, aber noch würde ich sagen, ist aber erstmal, wie es denn eigentlich unseren Bewohnern geht. Und was diese für Probleme, Wünsche haben, whatever, was denen am Herzen liegt. Wir werden sehen. Wir machen immer so von links nach rechts, wie gehabt. Hallo, Ebenbild von David. Ja, hallo Sophie, wie kann man dir helfen? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Du möchtest was Neues zum Anziehen, da geben wir das. Irgendwie fühlt sich das total so an, wie das halt damals von Mitomo habe ich ja damals gesagt. Ja, kauf mal immer das hier. Das war total witzig. Damals mit Thomas, weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Hat er wirklich das Bild gehabt. Hat es dann immer so non-commentary-mäßig dann auch damals das Blade. War ganz cool, die Zeit. Sieh mal, ob es dir gefällt, ich weiß es nicht. Es gefällt dir total gut. Na dann, Frau, was sagt? Neuer Level, ui. Aber eine Einrichtung hast du ja schon. Und fraß das auch in alle. Dann zeig mir doch mal ein Objekt. Zeig mir lieber eine Wii U-Konsole. Bitte schön. Jetzt bist du der Erste hier auf der Insel, die eine Wii U-Konsole hat. Dankeschön. Haarfarbenspray. Haha, da kann man gleich wieder jemand die Haare färben. Ui, jetzt irgendwas Neues eröffnet, oder? Ey, das geht ja rasend schnell. Wir werden uns alle später auch nochmal anschauen, die ganzen eröffneten Sachen. Die Arbeiten am neuen Aussichtsturm von Damakuf sind endlich abgeschlossen. Okay. Dieser Turm an der höchsten Stelle von Damakuf bietet eine fantastische Aussicht über die Insel. Das ist schön. In seiner Rede zur Eröffnung lobte David überschwänglich. Es weht immer ein frischer Wind und die Aussicht ist prima. Da bleibt man gerne auch mal etwas länger hier. Danke fürs Zuschauen. Na wunderbar, da werden wir doch uns diesen Turm später auch mal genauer anschauen. Nun aber erstmal zurück zum Apartment. Schau mal. Was Krüte jetzt von uns will. Wir wollen, dass ich jetzt hier den Leuten helfen. Guten Tag, Krüte. Was könnte ich nur sagen, wenn ich wütend bin? Wenn du wütend bist, was du dann sagen könntest? Gute Frage. Wir lernen erstmal eine Phrase dafür. Auch wieder hier sehen wir uns so einen Mist. Kennt ihr auch, wenn ihr rumflößt, dann sagt Scheiße, so ein Mist aber auch. Und wenn man Scheiße nicht sagen darf, einfach so ein Mist. Und dann so richtig ärgerlich mit, so ein Ausrufezeichen. Wo finde ich Ausrufezeichen? Ja, das ist aber ärgerlich. Genau. Zum Beispiel, das kannst du sagen. So, jetzt noch wieder ein neues Level hier. Ich glaube, eine Einrüstung, weiß ich, ob du schon eine hast. I don't think so. Ich weiß es nicht. Verdammt, dass du eine Einrüstung bekommen. Ich glaube noch nicht, oder? Mit erstmal Pflanze als Einrüstung. Nee, das ist jetzt noch keine. Das heißt, Glückwunsch, du hast eine Pflanze als Einrüstung. Keine Ahnung, wieso. Wie
Willst du dir mein neues Zimmer auch mal selbst ansehen? So, dann schauen wir uns jetzt das ganze Spaß auch mal an hier. So. Also. Da ist ein Sofa. Da ist eine Tür. Da sind Pflanzen. Da ist sehr pflanzlich hier alles, sehr ökonom. Ja, viel mit Pflanze. Ist doch ganz lustig. Ja. Ich werde täglich damit umgehen. Das ist schön. Mit Leuten, die sich gerne reden hören, komme ich nicht gut klar. Das ist gut zu wissen. So. Ah, so vielen Cookie-Socken auf der View. Na dann, die haben seinen Spaß zu haben. Und dann schauen wir nochmal, was David denn eigentlich jetzt, was ich jetzt hier müsste. Guten Tag. Was könnte ich nur sagen, wenn ich wütend bin? Jetzt kommt mir also deiner Frage, was könnte ich sagen, wenn ich wütend bin? Ich sag so ein Dreck. Da kann man auch Scheiß schreiben, ich glaube nicht. Geht sogar. Ja, moin. Ich habe das mit Doppel-S das Zafen nicht geschrieben, aber es ist dieselbe Wirkung. So ein Scheiß. Ja, dann machen wir einfach das jetzt zusammen jetzt immer. Ist ja auch geklärt. Während wir schaffen, träumen wir manchmal sogar. Ui. Ich glaube, ich werde dann mal besuchen, während ihr schläft. Aber nicht selbst alleine. Ah, nee. Ich glaube, ich werde definitiv auch mal einen Part machen, wo es einfach mal nachts vorbeischau. Oder abends so. Gut, die haben jetzt alle Spaß und uns wirklich alle mal beschäftigt. Ich glaube mal nicht. Dann nutzen wir das doch und schauen uns mal ein bisschen hier um. Fangen wir an mit einem Aussichtsturm. Aber hier ist gerade niemand. Manchmal könnte man Leute sehen, da könnte man sehen, wie die am Aussichtsturm rumgammeln. Der ist das Mubels Haus, da kann man eben. Ah. Eine Nestung kaufen. Oh, oh. Das wäre was für die Sophie. Ein komplettes Fastfood-Ding. Sophie denkt da gerne an Essen. Ich kaufe es mal, keine Ahnung, wie es gibt, aber. Ich glaube, das kaufe ich mal. Das ist ja übelst nice. Hm. Das habe ich jetzt noch so alles. Vorher das Bälle werde ich kaufen. Okay, da gibt es jeden Tag sowas wie eine Anrüstung. Da haben wir einen Supermarkt, da haben wir auch noch nichts drin. Das sieht man mal. Ah ja, okay. Gut, da kann man Essen kaufen. Und hier kann man eben Hüte kaufen. Smallslog und Perücke. Ja, GG, diese Perücke. Es saß ja komplett. Ach ja, bevor ich es vergesse. Mit dem von Seedpass kannst du Importwarenreisende von anderen Inseln empfangen. Naja, das heißt zuerst, dass eine Art von Item, das du von deiner Insel aus mit Hilfe von Seedpass exportieren willst. Einige Fragen beantworten, okay. Hast du irgendeine getroffen, kannst du sie nicht mehr rückgängig machen, okay. Würdest du lieber Artikel für Jungs von Mädchen exportieren? Naja, dadurch, dass ich ein Junge bin, ob ich eher mit Tiffel. Alter, was ist das? Irgendwie macht mein Headset gerade gruselige Geräusche. Also, da ist eher ein Junge bin. Ganz klar, ich würde eher was an Jungs versenken, weil ich kenne mich hier mit Jungstuff aus. Mir gefallen definitiv eher moderne Sachen.
Was ist Liga? Liga ausgefallen, konservativ. Ich bin mal ausgefallen. Ich bin ausgefallen, Typ. Wenn eines dieser Items. L sagt am ehesten. Wilder T-Shirt. Ja. Ich bin nicht der Punk-Typ, Fliegerjacken-Typ auch nicht. Ah, okay, du hast ein Item gewählt, das du exportieren willst. Diese Exportware wird per Streetpass automatisch an andere Inseln verschickt. Mach dir keine Sorgen, du wirst immer genügend Vorräte für den Versand haben. Na dann. Möchtest du das Streetpass für Terminus live aktivieren? Ich bin halt mit diesem Smiley erst eigentlich nur zu Hause unterwegs und nie irgendwo anders halt, weil das eine Capsa-Card drin hat. Aber ich tue es trotzdem aktivieren. Wenn du Streetpass aktivierst, wird der Name der Insel auch an anderes Spiel übertragen. Ja, ja, ist okay. Auch wenn ich, wie gesagt, mit dem 3DS mein Haus eh nicht irgendwie verlassen werde. Streetpass wurde aktiviert. Nutze diese Funktion immer, wenn das System in Standby-Modus ist, auch dann, wenn du das Spiel nicht spielst. Okay. Noch eins. Aktivierst du Sportpass, kannst du spezielle Items erhalten, die du sonst nie im Spiel findest. Lass die Möglichkeit nicht entgehen. Ja, ja. Aktivier mal alles, dann bekommen wir tolle Items. So. Und das nächste öffnet hier. Wui. Aber jetzt können wir auch exportieren. Einmeldung. Der Anleger auf Gamakuf wurde eröffnet, um einen Verbindungspunkt zum Rest der Welt zu schaffen. Am Anleger treffen Importprodukte und Reisende von anderen Inseln ein. Wenn junge Leute Gamakuf verlassen wollen, dann werden sie vermutlich vom Anleger abreisen. Auf Gamakuf wird also ein regeres Treiben herrschen als je zuvor. Danke fürs Zuschauen. Na dann, ist ja auch so mal sehr gut. Ach übrigens, du kennst ja noch gar nicht die Adresse von Gamakuf. Doch, die habe ich stolz mal gesehen im Büro. Sie lautet, und das merkt ihr erstmal, was? Simmelkäse Atoll Quadrant 529852 Pratun Ozean. Okay. Ist ja auch normal, diese Adresse. Wer kennt's nicht? Ich bin auch privat auch in der Simmelkäse Atoll im Quadrant. Wohne ich auch. Ist normal. Ist meine Privatadresse. Real-Adresse. Gott, Name und Adresse deiner Insel werden angezeigt, wenn jemand einen QR-Code einliest, den du entworfen hast oder bei einer Begegnung über Streetpass. Ah ja, du kannst dich jetzt hier im Rathaus umbenennen und die Aussprache ihres Namens anpassen. Ihre Adresse lässt es jedoch nicht verändern. Okay. Die Adresse deiner Insel kannst du jederzeit im Büro der Verwaltung des Mia Puppets erfragen. Das weißt du, warst du, dann müsst du mal drin. Und jetzt viel Spaß beim Leben auf deiner Insel. Danke. Und so wieder auf etwas Neues hier. Das ist ja erst eine Sache nach der anderen eröffnet. Einmeldung. Auf Gamakuf wurde ein Fachgeschäft für importierte Waren namens Importwaren eröffnet. Ah ja. In diesem Laden werden Produkte verkauft, die mit Hilfe von Streetpass von anderen Inseln importiert wurden. Es gibt hier nur besondere Produkte zu kaufen, die nicht in gewöhnlichen Läden erhältlich sind. Wenn ihr also eure Nachbarn beeindrucken wollt, solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Danke fürs Zuschauen. Okay, das nehmen wir doch mal so hin. Und direkt zum Wieder. Einmeldung. Importwaren hat nun dank Spotpass alle verfügbaren Farben für das Produkt Blumenhaarklick auf Lager. Ah. Dieses Produkt gibt es sonst nirgendwo zu kaufen, sichert euch also jetzt ein Exemplar. Das ist das letzte Produkt, das mit Hilfe von Spotpass dem Sortiment hinzugefügt wurde. Vielen Dank, dass ihr uns treu geblieben seid. Solltet ihr ein Produkt verpasst haben, könnt ihr es von Freunden bekommen, die es erworben haben. Danke fürs Zuschauen. Na dann. Jetzt schauen wir doch einfach mal rein in den Importwarenladen und schauen, was es da so gibt. Herzlich willkommen. Ah ja. Okay, das kaufen wir auch mal anders hier. Aber interessant, dass das hier gibt. Das haben wir sonst noch. Hier haben wir dann Anleger. Da können, glaube ich, Leute so ins Leben reisen, abreisen.
ist nun jetzt, wie wir sehen, nicht gerade viel los. Immerhin. So, das haben wir doch. Hier im Apartment geht wieder ein bisschen was ab. Fangen wir jetzt mal bei Sophie an. Arbeiten es dann wieder durch nach vorne. Guten Tag. Guten Tag. Was gibt's? Ich habe Hunger. Dann ess was. Aber das ist so eine typische Sache, die Sophie wirklich auch im Voice öfters mal sagt. Ich hab Hunger. So, du bekommst irgendwas hier in den Auflauf. Keine Ahnung, ob es dich merkt. Das fand ich ziemlich lecker. Na dann. Wunderbar. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Ui, ein Dankeschön. Die MW-Kamera. Ich finde es wichtig, dass man seinem Bauchgefühl vertraut. Ja, das ist in der Tat wichtig. So. Dann haben wir noch mal so Kröte. So. Ich finde es immer allen immer so nach und nach hilft, ja? Ich habe mich in David verliebt. Ich muss es ihm sagen. Ja, moin. Alter, dritter Partner Let's Play und dann geht es hier so richtig ab in Tomodachi Live. Ja, moin, also. Kinder und Erwachsene können sich nur innerhalb ihrer Altersgruppe verlieben. Ah, sein, dass keine Gründe gerade im Nähe brauchen, um die richtigen Zeitungen zu treffen. Okay. So. Weißt was? Ich bin sozial. Safe dir. Keine Ahnung. Es ist. Wie gesagt, ich habe das wieder Zimmer gespielt von der Zeit. Also, wie es aussehen ist. Und da sind Konstellationen zusammengekommen. Aber ja. Wie gesagt, es ist. In dem Spiel kann alles passieren. Es tut mir das hier live. Und es wird mich dann nicht irgendwie einen Weg stellen, Sachen verändern. Was haben wir denn? Ich sag's klasse. Ist hier ein Sänger ein Lied. Ich häng vom Spruch aufsagen. Tu verzweifelt, sag so Mantis. Sieht so aus, als wär's irgendeine kurze Ahnung hatte davon. Ist ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich was machen würde, ich würde es klasse sagen. Weil wenn ich jetzt im Real Life sowas sagen müsste, aber es hatte irgendwie noch nie wirklich so die traurigerweise, deshalb. Mach's klasse, es ist immer der beste Weg. Aber wann und vor allem, wo soll ich es ihm sagen? Abends am Klassenzimmer? Turm oder Strand? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Strand ist romantisch, aber wann ist es richtig romantisch? Also am Strand. Und soll ich mich davor lieber umziehen oder besser so bleiben? Zieh dich um. So, wir haben halt gar nicht so viel zum Umziehen. Nee. Zieh mal an. Ja, ich glaube, das wird so eine. Keine Ahnung, wir probieren es einfach mal. Ich bringe es hinter mich. Das Spiel ist der Est. Irgendwie komme ich da voll viel voran. Wie ich es damals gespielt habe, ging es zumindest schnell. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob mein Mii jetzt hier die erste große Liebe finden wird in Tomodachi Life. Ich liebe dich mit allem, was dazu gehört. Bitte lass uns miteinander gehen. Wahrscheinlich bin ich voll das Arschloch und block ab. Mit Freuden werde ich der Deine. Siehste. Wow, immer noch so Tomodachi Life ist meine erste Freundin. So. Es ist ganz toll gelaufen. Dann hätte es nirgends uns Kröte. Hätte es nirgends auch an mein eigenes Mi. So. Hier kommen, zur Feier des Tages hängen wir doch mal, ja, nichts lernst du hier.
ein... Was, das ist was? Wo ist denn das jetzt hin? Ein Mobiltelefon, da kann man immer so WhatsApp nachrissen und schreiben. So. Mobiltelefon ist eh lebenswichtig. Ein Mobiler besser halten, na dann, wunderbar. So, jetzt hat hier irgendwie auf einmal tut ihr gefühlt alles eröffnen hier, der fuck. Ey, was geht denn hier ab? Fallmeldung. 5 Jahre lang befand er sich im Bau, aber der Freizeitpark namens Island der Entspannung wurde nun eröffnet. Ui, da werden wir im nächsten Part die Franz hauen. Island der Entspannung verfügt über einen Vergnügungspark, ein Café und einen Park. Sophie, der Kopf des Großprojekts, kommentierte dessen Fertigstellung wie folgt. Wir haben hier die besten Dinge aus anderen Parks vereint. Ich wette, das wird euch umhauen. Ein Versprechen, in dem viel Zuversicht steckt. Einige der Attraktionen, ja, moin, die Leute am Wochenende sicher in Scharen anziehen. Danke fürs Zuschauen. Okay. Ich glaube, es kommen erstmal dreimal lang am Stück, weil drei, was sie in Sachen eröffnet haben. Tolle Jungs ankündigt, oh je. Welcher männliche Bewohner von Gamma Cove ist am beliebtesten? Diese Frage ist natürlich der David. Weshalb er mit allen Inselbewohnern sehr klar. Das Ergebnis wurde auf den Ranglisten bekannt gegeben. Riskiert ruhig regelmäßig einen Blick, die Ergebnisse. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an, was tolle Jungs so sagt. Danke fürs Zuschauen. Yay, ich bin auf dem ersten Platz, aber mit fetten 70 Punkten. Ja, seht ihr mal. Wer ist der kurze Herz zum Carpenter ist? Haha, it's on me, David. Das Spiel ist doch so verrückt, ey. So. Dann machen wir noch den Spendenbrunnen. Oder Glücksbrunnen. Und dann machst du wieder Durst für den heutigen Part, ey. Schuss, heute ist aber auch viel passiert. Köner 47. Wunderbar. So, ja, liebe Leute, nach dem sehr aufregenden Ereignis hier bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part von Tamanas Live. Ich bin gespannt, in welche Richtung dieses Projekt noch weiterentwickeln wird. Ich sage es nochmal, falls ihr neu seid und zufällig jetzt auf meinen Kanal gestoßen seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Würde mich freuen. Bin jetzt fast täglich Tamanas Live. Und vor allem, wenn ihr wollt, dass euer Mies auch ins Getummel stürzt und ein Tom und das Live mitspielt, einfach in die Kommentare schreiben, beziehungsweise mir per PN-Nachricht irgendwie auf Instagram, Twitter, WhatsApp, Discord, whatever, einfach einen QR-Code schicken, dann zaubert das euer Mies mit einbauen. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Und ciao!